Heute möchte ich euch zeigen, wie man private Adressbereiche aus einer Liste von IP-Adressen herausfiltern kann. Private Adressbereiche gibt es im Internet nicht. Das heißt, wenn ihr in einem Logfile IP-Adressen habt, die aus diesen Bereichen stammen, dann sind die in der Regel wohl von eurem internen Netzwerk. Das sind eben die Netzwerk-Adressbereiche, die mit 10 beginnen, die mit 192.168 beginnen und die mit 172.16 bis 31 beginnen. Die ersten beiden sind ja relativ einfach herauszufiltern. Dazu benutze ich jetzt einfach mal wieder hier diese IP-Liste, cat-ip. Jo, ich habe in der IP-Liste, ich mache mal kurz einen Head, dann seht ihr das, in dieser IP-Liste ganz oben drei private Adressen eingetragen, aus jedem der Bereiche eben eine. Und die 10er Adressen herauszufiltern ist jetzt relativ einfach. Wir haben ja schon den ECREP kennengelernt, ECREP, dafür würde sogar ein normaler CREP reichen. Und das heißt, die Zeile beginnt mit einer 10 und gefolgt von einem Punkt. Habe ich genau ein Ergebnis, nämlich diese 10er IP-Adresse. Und wenn ich die jetzt rausfiltern möchte, dann sage ich einfach minus V und sie ist weg. Ja, die 192.168 ist ebenso einfach. Mit einem minus V ist sie rausgefiltert. Schwieriger wird es jetzt für die 172.16 bis 31. Nun, was kann man machen? ECREP. Also, es fängt an mit der 172, gefolgt von einem Punkt. Ja, und jetzt kann man natürlich aufzählen. 16 oder 17. Na? 17 oder 18 oder 31. Das ist natürlich recht unhübsch. An dieser Stelle kommen wir also wieder zu unseren regulären Ausdrücken und überlegen uns, was können wir machen. Nun, nach der 172 folgt ein Punkt und dann kommt ein Bereich, eine Stelle, wo entweder eine 1 steht oder eine 2. Oder eine 3. Ja? Wenn da eine 1 steht, kann an der nächsten Stelle die 6, die 7, die 8 oder die 9 kommen. Also könnte ich sagen, es kommt eine 1, gefolgt von einer 6 bis 9. Oder es kommt eine 2, die darf dann von 0 bis 9 sein. Oder eine 3. Die kann 0 oder 1 sein. Jetzt sollte das die Klammerung für das Oder machen. Und jetzt sehen wir, er hat das ganz oft getroffen, allerdings nicht da, wo ich wollte. Warum? Ich habe ihm nicht gesagt, es soll am Zeilenanfang beginnen. Genau. Und was wir jetzt sehen, dass ich hinten raus das Ende nicht definiert habe. Es muss mit einem Punkt enden. Und jetzt haben wir unseren ECREP, mit dem wir diese drei Adressbereiche herausfiltern können. Ja. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.